Herzlich willkommen auf dem roten Sofa der DVZ, hier auf dem 32. Deutschen Logistikkongress. Heutzutage kommt das ja immer häufiger vor, dass sich Journalisten untereinander interviewen. Wir von der DVZ tun das normalerweise nicht, aber heute mache ich mal eine Ausnahme, denn ich möchte Ihnen den künftigen Chefredakteur der DVZ vorstellen, Harald Ehren. Er tritt sein Amt im Januar kommenden Jahres an und ist jetzt hier in Berlin auf dem Kongress, um schon mal so ein bisschen Branchenluft zu schnuppern. Herr Ehren, Sie sind vielleicht nicht allen so bekannt. Wer sind Sie und wo kommen Sie her? Das ist eine lange Geschichte. Viele Kollegen, übrigens vielen Dank, dass ich hier auf dem roten Sofa sein darf und mich vorstellen darf, haben als erstes natürlich mal gegoogelt, was habe ich bisher so gemacht. Und einige Kollegen im DVZ-Verlag auch, die gerade hier stehen. Und da kam das Thema Rudi Carrell. Was bitte hat dieser Mensch bei Rudi Carrell gemacht? Ich habe damals nicht, wie mein derzeitiger Chef sagt, der Witzeschreiber, ich war nicht der Witzeschreiber, sondern ich war der, der die Herz-Schmerz-Geschichten kreiert hat. Und das will ich demnächst auch bei der DVZ machen. Herz-Schmerz-Geschichten bei der DVZ. Was erwartet da die Leser? Ja, so ein bisschen Dramatik darf ja gerne mal sein. Nein, also jetzt im Ernst. Die Marke DVZ ist fantastisch. Es ist wirklich ein Kern in der Logistikbranche, das Medium. Aber an der einen oder anderen Stelle kann man sicherlich nochmal so einen kleinen Akzent setzen. Mit Porträts, mit sehr persönlichen Einschätzungen der Situation der Logistikbranche, der Konjunktur vielleicht auch. Aber auch mit Innovationen. Nun haben Sie hier auf dem Logistikkongress schon mal so ein bisschen Branchenluft geschnuppert. Welche Berührungspunkte hatten Sie bislang mit der Logistik? Es hieß früher mal in einem Lebenslauf, Harald Ehren, das bin ich, hat Benzin im Blut. Das stimmt auf eine gewisse Weise, aber Logistik ist ja mehr als Benzin. Logistik ist ja, und das ist meine tiefe Überzeugung, zusammen mit IT-Telekommunikation Deutschlands wichtigste Branche. Und von daher habe ich gerade in diesem Bereich ganz gleich als Journalist, aber auch bei Fischer Appelt, der PR-Agentur, Kommunikationsagentur, immer auch im weitesten Sinne mit Logistikthemen zu tun gehabt, auch mit Unternehmen aus der Logistikbranche. Was macht denn für Sie guten Fachjournalismus aus? Der Name Fachjournalist sagt, er muss Ahnung vom Fach haben. Er muss auch viel eher eigentlich noch als ein Publikumszeitschriften- oder Zeitungsredakteur die Nase in Themen hineinstecken. Er muss schon sehr genau und sehr früh wissen, was eigentlich die Tendenz ist in der Branche, in dem spezifischen Bereich der Logistikbranche. Sei es Seeschifffahrt, sei es Speditionslogistik, sei es Luftfracht etc. Da muss er ganz weit vorne sein, da muss er das Gras wachsen hören, um im Bild zu bleiben. Nun haben Sie schon als Ihre letzte Station erwähnt, Fischer Appelt. Davor waren Sie auch schon in der Kommunikationsbranche tätig. Also Sie haben einige Jahre in der Kommunikationsbranche verbracht, wechseln jetzt wieder in den Journalismus. Da könnten einige PR-Agenturen auf die Idee kommen, naja, dann können wir der DVZ jetzt wieder unsere PR-Berichte schicken. Die werden das dann schon drucken. Liegen die damit richtig? Ich habe diese Frage befürchtet. Vielen Dank. Das Kollegengespräch geht schon gut los. Nein, im Gegenteil. Also ich weiß ja, wie der Hase läuft. Ich habe ja mit den Kommunikateuren, ich wäre ja selbst, Sie haben es angesprochen, bei Sixt, Kommunikationschef, ich weiß quasi, mit welchen Argumenten, ich nenne es mal Argumenten, Kommunikationsexperten sich an Journalisten ranrobben. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Und wir werden, denke ich mal, auch in der nächsten Zeit sicherlich noch mehr PR-Kommunikationsspezialisten sehen, die wieder in den Journalismus zurückgehen, weil das für den Journalismus wirklich eine Wohltat ist. Weil man, wenn ich das so sagen darf, einen schon überzeugen muss dann, wenn man wieder Journalist ist und nicht mit heißer Luft oder mit oberflächlichen Argumenten überzeugen darf. Ist das auch einer der Gründe, warum Sie jetzt wieder in den Journalismus wechseln? Die heiße Luft oder nein? Nein, dass Sie eben jetzt wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches arbeiten. Ja, natürlich. Also, genau diese Überzeugung dort auch zu leisten. Exakt das. Ich wollte immer wieder zurück in den Journalismus, das wussten alle. Aber ich habe auch allen
Freunden, Kollegen in den Medien, ich kenne relativ viele Chefredakteure, gesagt, Leute, wenn ihr Journalisten einstellt, dann nehmt auch durchaus welche, die vorher schon mal in der Kommunikationsabteilung gearbeitet haben, die auch Kommunikationserfahrung haben. Weil das bringt eben halt wirklich das ein Medium heutzutage voran. Weil das wollen die Leser. Die Leser wollen ganz nah Informationen haben und sie wollen eben halt nicht gefilterte Informationen haben. Medien voranbringen, gutes Stichwort. Was haben Sie denn mit der Marke DVZ vor? Was sind da Ihre Ziele? Ja, ich sagte ja bereits, Herz-Schmerz-Geschichten, Home-Stories. Nein, im Ernst. Wofür ich stehe, ist natürlich auch Köpfe, Personality, die Treiber der Branche. Wer sind die Innovatoren? Wo geht es gerade ab? Wer sind die Hidden Champions? Wer sind aber auch die Champions? Und was machen diese Champions, die Großen der Branche, um auch dort zu bleiben? Also durchaus mehr Personality, aber auch mehr Meinung, das sehe ich auch. Immer aber auch auf der Basis eben halt der fantastischen Fachkompetenz der Kollegen der DVZ. Also die Marke DVZ muss so bleiben, muss aber oder wird, das wünsche ich mir, ein wenig ausgebaut werden. Hier auf dem Kongress ist Digitalisierung ein großes Thema. Digitalisierung auch für die DVZ ein Thema? Ein Riesenthema. Also Industrie 4.0, dieses Schlagwort, begleitet mich eigentlich seit 2-3 Jahren. Hier Logistik 4.0 ist das große Schlagwort hier auf dem Kongress. Ich habe den Eindruck, dass viele noch nicht so ganz genau wissen, was damit gemeint ist und was das für das eigene Unternehmen bedeutet. Aber gerade deshalb ist es hier die Aufgabe der DVZ, also dem führenden Medium in der Branche, das zu erklären, zu zeigen, Geschichten zu erzählen, wo Logistik 4.0, Digitalisierung stattfindet. Das macht er natürlich auch vor der DVZ nicht halt. Sprich, more to come, auch bei der DVZ im Bereich Digitalisierung. Gut, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, unsere Leser auch. Ich sage an dieser Stelle oft zu meinen Gesprächspartnern, wir werden Ihre Entwicklung dann weiter verfolgen. In Ihrem Fall interessiert mich das ganz besonders. Und wenn Sie, liebe Leser, noch Fragen an Harald Ehren haben, dann können Sie das tun über Twitter an die eingeblendete Adresse @dvz_news. Und dann wird Herr Ehren antworten, denke ich mal. Ja, ich bin sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Wunderbar. Herr Ehren, dann viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie hier heute schon mal auf dem roten Sofa Platz genommen haben. Künftig werden Sie dann hier wahrscheinlich die Fragen stellen. Ja, aber ich überlasse das gerne Ihnen. Also bei diesen knallharten Fragen, die mich so ein bisschen schwitzen gebracht haben. Ich weiß nicht, ob das hier perlt. Nee, das ist das Licht. Ah, das ist das Licht, okay. Aber okay, vielen Dank für Ihren Besuch und dann noch eine schöne Zeit auf dem Kongress. Danke.